RTL. Es gibt noch Toast in der Küche. Nein, danke. Ich kann dir auch Zimt draufstreuen. Nein, danke, ich will nicht. Wie spät ist es? Versuch dich zu entspannen. Die Post kommt hier normalerweise nicht vor. So ein Zufall ist ja eigenartig. Heute kommt sie früher. Soll ich sie holen? Nein. Das Abonnement für deine Fernsehzeitung läuft aus. Los, gib her! Gott. Tu doch jetzt nicht so überrascht. Wir beide wissen doch ganz genau, dass die Anwaltskammer meistens sehr schnell auf derartige Fälle reagiert. Ich hatte immer noch ein bisschen Hoffnung, dass ihnen die Sache entgehen würde. Diese Hoffnung hatte ich nie. Als Laura verhaftet wurde und anschließend die ganze Presse anfing, über den Fall zu berichten, war es klar, dass wir auch drin hängen. Hängen? Ich wollte dich nur testen. Wie kannst du nur in einer solchen Situation an Grammatik denken? Wir sollen vor dem Untersuchungsausschuss der Anwaltskammer erscheinen. Wann? Sofort. Wann sofort? Was ist los? Reichen dir etwa 2 Stunden nicht aus, um das wichtigste Plädoyer deiner Karriere zu schreiben? Deine Sekretärin hat mich gebeten, dir das hier reinzubringen. Danke. Kriegt jeder Staatsanwalt so viel Post? Seitdem wir für Revisionsfragen zuständig sind, gehört unsere Dienststelle hier zu den Großabnehmern der amerikanischen Post. Ich wünschte nur, dass wir so einflussreich wären, wie die Leute denken. Ja, wünschenswert wäre es schon, wenn du mich fragst. Immerhin läuft mein Antrag auf Wiederaufnahme dieses Prozesses über dein Büro. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Ich war noch nie in meinem Leben so nervös. Keine Sorge. Sag einfach die Wahrheit. Erzähl ganz einfach, was du erlebt hast. Und mach den Richtern klar, dass das, was deine Mutter ausgesagt hat, gelogen war. Ich hoffe, dass die Richter mir glauben. Vertrau mir, Shannon, du hast keine andere Wahl. Das weißt du genauso gut wie ich. Was ist denn etwas Unangenehmes? Schwer zu sagen, das ist ein Brief von den Capwells. Und aus der Ecke kommt eigentlich erfahrungsgemäß selten etwas Gutes. Er ist von Kelly Capwell. Nun, offenbar ist das eine Einladung zum Dinner. Etwas eigenartig, weil ich sie kaum kenne. Ach, vielleicht will sie nur freundlich sein. Möglich ist. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn diese Einladung noch irgendeinen anderen Grund hätte. Die Party ist Donnerstagabend. Die Zusagen müssten also heute im Laufe des Tages hier eintreffen. Ich lege Ihnen die Liste neben das Telefon. Und bitte, notieren Sie gleich, wer zu- oder absagt. Wie Sie wünschen. Okay, und für die Zusagen können Sie gleich die Tischkarten schreiben. Nehmen Sie ruhig die Vornamen. Es wird nicht lange dauern, die Gästeliste ist relativ kurz. Aber dafür ist es eine hochinteressante Liste, finde ich. Oh, das müssen die Maler sein. Daddy hält das Esszimmer für zu dunkel, also wird es ein wenig aufgehellt. Aber Patricia, Donnerstag muss alles fertig sein. Ich sorge dafür, Miss Capwell. Danke. Und jetzt wird's richtig spannend und amüsant. Vielleicht platziere ich Craig zwischen Steven und Derek. Oder vielleicht setze ich inzwischen Derek und Ethan. Ja, das wäre gut. Was hast du da? Deine Steuererklärung? Falsch, Craig. Die ist schon vor längerer Zeit ausgefüllt worden. Bist du sicher? Ja. Gut. Aber warum hast du dann diesen ängstlichen Gesichtsausdruck? Ich wüsste nicht, bevor ich Angst haben sollte. Schön für dich. Und was sind das für Papiere? Es geht dich gar nichts an. Also irgendwie komme ich mir jetzt vor wie in der Highschool, als wäre ich dein Englischlehrer und ich wüsste, dass du heimlich in mich verknallt bist und ich habe dich gerade dabei erwischt, wie du es in dein Tagebuch geschrieben hast. Ich würde vorschlagen, dass du deine Fantasien für dich behältst. Speziell den Teil, wo ich in meinem knappen Schulkleidchen vor dir stehe. Nein, 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 du hast mir nicht zugehört. Ich bin hier das Sexualobjekt, nicht du. Was antworte ich einem Mann, der solche kindischen Fantasien hat wie du? Naja, Schatz, ich bin etwas übermütig. Ich meine, ist doch klar, es geschieht nicht jeden Tag, dass ich den Namen Craig Hunt auf einer Dinner-Einladung zu den Capwells bewundern kann. Und auch noch ein Schönschrift. Was soll das bedeuten, Kelly? Bitte sei ehrlich. Musik.
Ich lade dich nur zu einer Dinnerparty ein. Ich verstehe gar nicht, warum dich das so irritiert. Weil du in der Vergangenheit unsere Beziehung immer sehr diskret behandelt hast. Und jetzt willst du mich der ganzen Welt öffentlich vorstellen? Nicht der ganzen Welt, es ist eine kleine Party. Wird dein Vater auch kommen? Natürlich kommt er, es ist sein Haus. Aber nicht seine Gästeliste, auf der würde ich nämlich nicht stehen. Auf diese Gästeliste hat mein Vater nicht den geringsten Einfluss. Jetzt verstehe ich. Du willst, dass es zu mir klarkommt. Er wird mich vor den Augen der anderen Gäste in die Luft setzen. Nein, das wird er nicht tun. Nicht, wenn ich ihm sage, dass ich dich eingeladen habe. Ja, aber das ist doch der Haken. Ich weiß nicht, wieso. Wer wird noch da sein? Machst du deine Zusage davon abhängig? Nein. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass du damit einen Plan verfolgst. Ich weiß immer noch nicht, was es zu essen gibt. Hast du einen Vorschlag? Am liebsten hätte ich eigentlich Hummer. Jedes Mal, wenn ich an diese Nacht denke, muss ich entweder das Fenster aufreißen oder mir den Hemdkragen lockern. Soll ich deinen lockern? Bist du nicht zu heiß? Daddy hat es hier immer gut geheizt. Oh, entschuldigen Sie bitte, ich wurde gebeten, hier drinnen zu warten. Gina, hallo. Ich bin mit deinem Vater verabredet und wurde gebeten, im Arbeitszimmer zu warten. Der Rest des Hauses scheint gerade renoviert zu werden. So ist es. Das ließ ich leider nicht länger aufschieben. Kennst du Craig Hunt? Na. Ja, ich kenne ihn. Ja. Wie läuft das Frühstücksgeschäft bei Howies heute, Gina? Keine Ahnung. Ist nicht meine Schicht. Oh, das ist schade. Tja, was meinst du? Gehen wir in den Polo-Club? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Und etwas vor. Wieso? Da findet die Party statt. Und ich würde gerne mit dir dorthin gehen, Shannon. Zu den Capwells? Ja, warum denn nicht? Die Capwells werden etwas befremdet sein, wenn sie rausfinden, wessen Tochter ich bin, meinst du nicht? Nein, du warst schließlich noch ein kleines Kind damals. Man wird dich kaum für ein Verbrechen verantwortlich machen, das sie deinem Vater anlassen. Außerdem konnte man inzwischen in fast allen Zeitungen lesen, dass dein Vater möglicherweise zu Unrecht verurteilt worden ist. Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist, wenn ich mitkomme. Die anderen Gäste haben mit Sicherheit von der Sache gehört, die wissen, wer ich bin. Wenn du befürchtest, dass man sich dir gegenüber taktlos verhalten könnte, dann kann ich dir nur sagen, dass das nicht der Fall sein wird. Aber wenn es dir unangenehm ist, dann... Was ist mit dir? Was mit mir ist? Wieso sollte es mir unangenehm sein, mich mit dir zu zeigen? Naja, ich dachte eigentlich, du würdest öffentlichen Auftritten zurzeit generell aus dem Weg gehen, wegen deiner Frau. Die Capwells wissen doch, was zwischen dir und deiner Frau passiert ist. Tja, dann sitzen wir in gewisser Weise im selben Boot. Wenn jemand tuscheln will, dann soll er ruhig tuscheln. Ich will, dass du mich begleitest. Und wenn sich jemand daran stören sollte, so ist das seine Sache. Tja, wenn man es so sehen will. Weißt, dass du kommst? Ja. Wer weiß, vielleicht habe ich bis dahin Lust auf eine Party. Wenn es uns heute gelingt, die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen, bin ich bestimmt in Partylaune. Meinst du, ich könnte es schaffen, Ethan? Denkst du wirklich, dass ich eine Chance habe? Ich bin sicher, dass du es schaffen wirst. Du wirst das Gericht überzeugen, das weiß ich ganz genau. Hier ist unser Schätzchen. Alles bereit für den Zoo. Oh, wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Erdnüsse für die Elefanten besorgen. Schatz, sie gehen in den Streichelzoo. Und da gibt es keine Elefanten. Aber das sind Samanthas Lieblingstiere. Da sollten wenigstens ein paar kleine Elefanten sein. Ich bin sicher, die vertragen sich hervorragend mit Babyziegen und Lämmern und Ferkeln. Samantha, jetzt hör mal zu. Wenn du im Zoo ankommst, gehst du auf der Stelle zum Direktor und verlangst offiziell die Anschaffung von Elefanten. Und wenn der Bursche Einwände erhebt, sagst du, dass dein Vater und deine Mutter Anwälte sind und dass wir ihn mit Vergnügen verklagen werden. Es sei denn, dass uns inzwischen die Lizenz entzogen worden ist. In diesem Falle können wir uns immer noch als Ausmister für Antilopenställe bewerben. Keiner wird uns unsere Lizenz entziehen. Wir werden ja sehen. Ah, das ist Mrs. Cobb. Es geht los, Schätzchen. Na, komm zur Mami. Oh, du wirst ja immer schwerer. Bald kann dich Mami gar nicht mehr tragen, so groß bist du geworden. Und, freust du dich an Mrs. Cobb? Hallo, Mrs. Cobb, hier ist sie. Auf Wiedersehen, mein Schätzchen. Auf Wiedersehen, Mrs. Cobb. Ich finde, das Ganze hat auch gute Seiten. Und weißt du auch welche? Nein, welche denn? Naja, wenn wir keine Arbeit mehr haben, können wir jeden Tag mit Samantha in den Zoo gehen und
jeden Tag am Strand sitzen. Das würde ihr doch sicher gefallen. Das tun wir doch schon, Liebling. Wir tun's nur nicht jeden Tag. Abgesehen davon geht das Kind bald in die Schule. Das heißt, sie wird nicht mehr jeden Tag Zeit für uns haben. Ich wollte dich doch nur ein bisschen aufmuntern. Heb dir doch deine kleinen Tröstungen für den Fall auf, dass wir tatsächlich verlieren, okay? Im Moment müssen wir uns um ganz andere Dinge kümmern und wir sollten keine Zeit verlieren. Ich kann hier nicht arbeiten. Hier fühle ich mich nicht als Anwältin. Liebling, die Kongressbibliothek ist nicht gerade um die Ecke. Ich fürchte, wir werden wohl oder übel hier arbeiten müssen. Dann will ich wenigstens in mein Büro. In dein Büro? Ja. Vielleicht ist das die letzte Gelegenheit für mich als zugelassene Anwältin an meinem Schreibtisch zu sitzen. Wenn ich mich jetzt auf meinen letzten Fall vorbereite, dann will ich es da tun. Und wo soll ich arbeiten, Julia? Na, bei mir. Es ist ja auch mal dein Büro gewesen. Bis du unsere Partnerschaft aufgelöst hast. Also ich finde, wir sollten uns darüber, wer sie wirklich aufgelöst hat, ein anderes Mal streiten, Mason. Gut, wie du willst. Es ist nur ein eigenartiges Gefühl, dahin zu gehen, wo früher mal an der Tür der Kanzlei Capwell und Capwell stand. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt verkraften kann, besonders heute. Dann bringen wir ein neues Schild an. Wie meinst du das? Die Praxis war einfach nicht mehr dieselbe ohne dich, Mason. Wollen wir wieder Partner werden? Ist das dein Ernst? Darling, wenn wir schon in die Wüste geschickt werden, dann wenigstens als Team. Ich würde sagen, so ein Kontrakt erfordert einen Händedruck, damit wir beide wissen, dass es ernst gemeint ist. Zur Hölle mit den Konventionen! Oh, ich frage Sie jetzt mal ganz direkt. Ist Mr. Capwell auf dem Weg? Oder sollen Sie mich nur abwimmeln? Alles klar. Ich verstehe. Sie waren hier noch nicht tätig, als ich noch seine Frau war. Also wissen Sie auch nicht, dass ich die Tricks kenne, die er benutzt. Wahrscheinlich sollen Sie mir sagen, dass er am Telefon war. Richtig, das war auch der Fall. Sicher. Dann sagen Sie ihm, ich warte den ganzen Tag. Schließlich habe ich massenhaft Zeit. Ach übrigens... Was ist denn hier im Haus los? Was tun die ganzen Handwerker hier? Mr. Capwell renoviert das Atrium, das Esszimmer und das Wohnzimmer. So sind die Reichen nichts, Tor. Denen fällt nichts anderes ein, als Wände niederzureißen, wenn sie sich langweilen. Die können sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn das eigene Haus plötzlich in Flammen steht. Wie das nebenan passiert ist. Da habe ich übrigens gewohnt. Wissen Sie nicht zufällig. Das hier war immer eins meiner Lieblingsgemälde. Das hing doch früher mal woanders. War das nicht im Gästezimmer? Es hing in der Bibliothek. Ach. Danke, Patricia. Hat dein Besuch einen Grund? Oder hast du dich zu Hause gelangweilt und wolltest den Handwerkern helfen? Das sieht doch gut aus, was? Ja. Und wenn wir nach der heutigen Anhörung noch unsere Lizenz haben sollten, werden wir uns ein neues Schild besorgen. Ein besseres als das Original. Ich hab's gehört. Was? Dein Ben. Du rechnest nicht damit, dass wir unseren Hals retten können. Du denkst, dass wir verlieren. Hab ich recht? Darling, ich denke, dass alles möglich ist. Entscheidend wird sein, wer in der Kommission sitzt. Wenn zum Beispiel Leute in der Kommission sitzen, die einen ausgeprägten Sinn für Skurrilitäten haben, könnte ich mir vorstellen, dass... Das sind Anwälte und keine Philosophen. Einen ausgeprägten Sinn für Humor und für die Absurditäten des Lebens werden die bestimmt nicht haben. Keiner wird das komisch finden. Wer ist in der Kommission? Steht das drin? Nein, auf dem Briefkopf stehen nur die Namen der Treuhänder. Die Treuhänder sind insgesamt 15 Anwälte und von denen bilden 3 die Kommission. Und wie finden wir raus, wer diesmal zuständig sein wird? Das lässt sich nicht rausfinden. Und wahrscheinlich kennen wir die Leute ohnehin nicht. Es hat also keinen Sinn, auf irgendwelche Gefälligkeiten zu spekulieren. Warte. Nein, nicht schon wieder ein brillanter Einfall. Winston Applegate. Wer? Ich hatte seinen Namen fast vergessen. Er gehört mit Sicherheit zu den Treuhändern der Anwaltsvereinigung und war früher mal der Anwalt meines Vaters und... Er steht noch auf der Liste. Mason, du kannst ihn doch nicht einfach anrufen und in den Ausschuss bitten. Wieso nicht? Das geht nicht. Niemand erfährt davon.
Versteh doch, der alte Winston muss nur so tun, als wäre es sein eigener Wunsch gewesen, als würde er gern noch mal aktiv werden in seinen alten Tagen. Niemand wird einem Treuhänder, auch wenn er noch so alt sein mag, diesen Wunsch verweigern. Aber das ist nicht korrekt. Nicht korrekt, sagst du? Findest du es korrekt, dass zwei der fähigsten Anwälte Kaliforniens damit zu rechnen haben, dass man ihnen die Anwaltslizenz und das Recht zu praktizieren entzieht? Nur weil sie in den letzten Monaten eine kleine Pechsträhne hatten? Denkst du, der Mann erinnert sich an dich? Gott, was rede ich denn da? Wir dürfen jetzt nichts Illegales machen. Das sind genau die Methoden, die uns immer reingerissen haben. Wir sollten diese Möglichkeit wenigstens prüfen. Dieser Mann schuldet mir noch einen Gefallen. Nein, deinem Vater. Das ist noch schlimmer. Du sagst, er war der Anwalt deines Vaters. Wieso ist das nicht mehr? Er ist im Ruhestand und nicht mehr der Allerjüngste, aber sein Geist ist immer noch so scharf wie in alten Tagen. Und ich bin sicher, dass er uns nicht abweisen wird, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Notfalls schreibe ich ihm das Plädoyer, das er vor der Kommission halten wird. Das wäre am sichersten. Ja, ich würde gerne mit Mr. Applegate sprechen. Hier ist Mason Capwell, ganz recht. Na gut, dann richten Sie ihm vielleicht etwas aus, bitte. Ja, es ist dringend. Teilen wir uns das letzte Brötchen? Oh, soll das ein Witz sein? Wenn ich weiter esse, kann mich das Pferd nicht mehr tragen. Falls du jetzt von mir hören möchtest, wie perfekt dein Körper ist, dann... Will ich gar nicht. Ich sag's dir trotzdem. Du bist wunderschön. Überall. Von Kopf bis Fuß, von vorn bis hinten. Aber das Wunderbarste an dir ist... Hör auf. Das, was in dir steckt. Dein Charakter ist genauso wohlgeformt wie der Rest von dir. Also, da wäre ich gar nicht so sicher. Wieso? Hältst du dich für böse? Nein, ich bin nicht böse. Ich denke nur oft zu wenig nach und dann mache ich dumme Sachen. Wie mit mir zu frühstücken? Das hat keiner gesagt. Magst du mich, Kelly? Wie? Das ist eine einfache Frage. Verstehe. Wenn du so lange für die Antwort brauchst, dann heißt das wahrscheinlich nein. Würde ich mit dir frühstücken, wenn das der Fall wäre? Ich weiß nicht. Vielleicht spielst du nur Katz und Maus mit mir. Ja? Oder vielleicht brauchst du einfach nur Gesellschaft. Und vielleicht stellst du einen Haufen Fragen, die eigentlich völlig überflüssig sind. Vielleicht höre ich jetzt lieber damit auf. Gut. Cheers. Wen haben wir denn da? Nein, absolut nicht. Das würde ich nicht sagen. Wir werden ja gleich sehen, wie es läuft. Sind wir hier richtig? Mason Capwell? Julia Capwell? Das sind wir. Kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz. Ich hoffe, wir sind pünktlich. Sie schon, aber eines der Mitglieder hat sich verspätet. Wir mussten in letzter Minute umdisponieren. Verstehe. Solange Mr. Applegate noch nicht hier ist, würde ich Ihnen gern noch ein paar Fragen über Ihren Fall stellen. Als ich dieses Material las, da habe ich mich ernsthaft gefragt, ob das, was da behauptet wird, vielleicht falsch ist. Es liest sich alles so eigenartig. Vielleicht können Sie uns ja sagen, was davon zu halten ist. Oh ja, mit Vergnügen, Sir. Sie beide kannten die Verstorbene, Sascha Schmidt. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Und in der Zeit vor ihrem plötzlichen Tod, da sollen Sie ja des Öfteren in Streit mit ihr geraten sein. Trifft das zu? Und außerdem sollen Sie ihr gedroht haben. Aber das kann doch nicht Grund der Vorladung sein. Ich meine, sich mit jemandem zu streiten, ist doch nicht gegen das Gesetz. Wir diskutieren hier nicht das Gesetz, Mrs. Capwell. Wir erörtern hier, ob Sie vielleicht einen Grund dazu hatten, die Leiche von Miss Schmidt vorsätzlich zu misshandeln. Verstehen Sie mich? Und zwar aus niederen Beweggründen, nicht weil Sie schockiert und verwirrt waren, wie Sie es dem Staatsanwalt erzählt haben. Nein, das weise ich mit Nachdruck zurück. Das war nicht der Fall, Mr. Jenkins. Jenkins. Julia und ich waren furchtbar verstört, weil wir Saschas Tod nicht melden konnten. Und noch mehr verstört hat uns dann der Umstand, dass wir Sascha leider keine angemessene Ruhestätte bieten konnten. Oh, Sie finden also auch, dass eine Tiefkühltruhe nicht gerade der geeignete Platz für eine christliche Beerdigung ist. Sie war nicht sehr lange in der Truhe. Ich meine, wir haben sie dann so schnell wir konnten in ein Mausoleum überführt.
Aber dazu brauchten wir den Tiefkühlzylinder. Den Sie gestohlen hatten, das stimmt doch, oder? Wissen Sie, der Mann, der Eigentümer des Zylinders, der wollte ihn nicht mehr. Außerdem hat mir der Bursche über $10,000 Honorar geschuldet. Und es wäre doch schade gewesen, das Ding einfach wegzuschmeißen. Also ich fürchte, es stehen viel weniger Unkorrektheiten in diesem Bericht, als ich gehofft hatte. Diese Akte gibt offenbar das wieder, was tatsächlich geschehen ist. Aber sie unterschlägt eine Reihe von mildernden Umständen, Mr. Jenkins. Ja? Oh, gut. Würden Sie ihn bitte hereinschicken? Braucht er Hilfe mit seinem Rollstuhl? Sehr gut. Hallo, Winston. Schön, dass Sie es noch geschafft haben. Ich fürchte, ich habe Sie nicht ganz verstanden. Ich sagte, schön, dass Sie es noch geschafft haben. Oh, verstehe. Wir erörtern gerade ein mögliches Fehlverhalten von Mason und Julia Capwell. Ich nehme an, Sie hatten noch keine Zeit, sich mit den Einzelheiten des Falles vertraut zu machen. Wir sind gerade dabei, ein paar wichtige Punkte zu klären. Anschließend werden die Capwells dann Gelegenheit haben, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Vielleicht ist es am besten, wenn wir jetzt einfach fortfahren. Hm? Winston? Ja, sicherlich, sicherlich. Hm? Fahren Sie fort, mein Junge, fahren Sie fort. Du darfst dir keine Vorwürfe machen. Es war nicht deine Schuld. Ich war viel zu nervös. Deswegen hat mir keiner geglaubt. Wenn einem die Hände so zittern wie mir, denkt man natürlich sofort, der Zeuge belügt einen. Aber niemand hat dir unterstellt, dass du vor Gericht nicht die Wahrheit gesagt haben könntest. Die Kammer hatte heute nur die Aufgabe, dein Erinnerungsvermögen zu beurteilen. Nur darum ging es. Es ist falsch. Es ist falsch anzunehmen, dass meine Aussage unzuverlässig ist, nur weil ich damals ein Kind gewesen bin. Ich habe noch heute sehr präzise Erinnerungen an meinen Vater. Ich weiß genau, was damals passiert ist, und irgendetwas verdrängt habe ich auch nicht. Denkst du wirklich, wenn man von seinem Vater missbraucht wird, kann man das jemals vergessen? Kann ich denn überhaupt nichts tun? Ich kann mich ja notfalls hypnotisieren lassen. Das würde beweisen, dass ich die Wahrheit sage. Nein, nicht in den Augen des Gerichts. Zeugenaussagen, die mit Hilfe von Hypnose gewonnen werden, sind vor Gericht nicht zulässig. Willst du damit sagen, wir haben schon verloren? Keineswegs, denn so schnell gebe ich nicht auf. Und es wird mir auch gelingen, deinen Vater zu retten. Glaube mir. Ich gebe auch nicht auf. Wenn mein Vater sterben müsste, könnte ich nie damit leben. Das werden wir verhindern, denn schließlich hat er das Kind nicht getötet. Wenn wir nur wüssten, wer es wirklich war. Tja, genau das hoffe ich in den kommenden 10 Tagen herauszufinden. Ethan, ich muss dir noch etwas gestehen. Es ist kein bloßer Zufall für mich, dass wir uns begegnet sind. Dann will ich dir gestehen, dass dieser Fall für mich genauso wichtig ist wie für dich. Ich denke, es ist am besten, wenn du dich ein bisschen ausruhst. Ich muss ein paar Anrufe machen und du weißt ja, für mich ist Zeit Luxus. Rufst du mich noch an? Ja, sicher. Du solltest jetzt versuchen, dich zu entspannen. Und glaub mir, du hast dir nichts vorzuwerfen. Dein Vater hat allen Grund, stolz auf dich zu sein. Wenn du meinst. Aber ich habe das Gefühl, dass ihn jemand anders retten wird, nicht ich. Wer spielt keine Rolle? Jemand wird es tun. Komm schon, Derek. Derek, ich bin's. Ja, es war ein Fehlschlag. Ich weiß. Ja, ich weiß. Tja, ich fürchte, es geht nicht ohne weiteren Druck auf die Capwells. Sonst ist Pressman in 10 Tagen tot. Dieser Platz scheint Ihnen zu gefallen. Sie stehen ja gar nicht mehr auf. Er hat seine Vorzüge. Oh, jetzt ist alles klar. Der Hauptvorzug scheint gerade vom Pferd zu steigen, richtig? Ich fürchte nur, Kelly spielt ein gefährliches Spiel bei dem Zustand ihres Vaters. Wie bitte? Er hatte im letzten Jahr einen schweren Herzinfarkt. Und ich glaube kaum, dass es seinem Herzen guttun wird, wenn er seine Tochter mit Ihnen zusammensieht. Oh, das war nicht persönlich gemeint. Das war nicht persönlich gemeint, sagt man in der Regel dann, wenn es genau so gemeint war. Kommen Sie, wieso denn so sensibel? Ich wollte bloß sagen, dass Kelly nicht
gekämmt, gepudert und auf ein kostspieliges Internat geschickt wurde. Nur damit sie einen Mafiosi glücklich macht. Die Zeiten sind vorbei. Das bringt uns auf eine interessante Frage. Was genau tun Sie denn jetzt? Ich meine, die meisten Männer haben einfach keine Zeit, sich den ganzen Tag Polospiele anzusehen. Und Sie? Sie scheinen massenhaft Zeit zu haben. Wieso, Han? Ich habe mein Geld gut angelegt. Ich brauche nicht zu schuften. Darf ich Sie auch etwas fragen? Sicher. Was geht Sie das an? Eigentlich gar nichts. Ich interessiere mich nur für die Capro-Kinder. Ich bin früher mal ihre Stiefmutter gewesen. Nochmal bitte. Sie waren was? Ich war mal mit Cici verheiratet. Zweimal sogar. Ich weiß, heute kann ich es selbst kaum glauben. Früher dachte ich mal, als Mitglied dieser Familie, da hätte ich es geschafft. Aber für die finanziellen Vorteile zahlt man einfach einen zu hohen Preis. Sie werden wie ein Paria behandelt. Niemand akzeptiert sie als ebenbürtig. Danke für den Ratschlag, aber ich brauche keine finanziellen Zuwendungen von den Capwells und schon gar nicht finanzielle Ratschläge von einer Person, die Hamburger am Schnellimbiss verkauft. Also entschuldigt Sie mich. Hallo. Ich habe Brandon bei seinem Freund abgesetzt. Er hat gesagt, du kennst ihn und bist einverstanden. Ja, alles klar. Vielen Dank. Hey, du hast dich ja ziemlich eingedeckt, Gina. Oh, das sind nur ein paar kleine Romane. Ich will wieder anfangen zu lesen. Meine Bücher sind ja alle verbrannt. Hey, sagtest du deine? Das waren alles Augustas Bücher. Ein paar davon gehörten auch mir. Vergib mir. Nur die Schinken von Judith Kranz. Das waren deine. Das Einzige, was du liest, sind billige Groschenromane. Jetzt hör mal gut zu. Findest du es hilfreich, Witze zu machen, wenn ich mich ein bisschen fortbilden möchte? Vielleicht will ich ja nicht den Rest meines Lebens Cheeseburger braten. Tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen, nur, weißt du, jedes Mal, wenn ich dich etwas frage, weichst du mir aus. Heute Morgen wolltest du mir nicht verraten, wo du hingehst. Und jetzt auf einmal machst du diesen mysteriösen Besuch in der Bibliothek. Ausgerechnet du sagst mysteriös. Ich erkundige mich nach deiner Freundin und du kriegst einen Anfall. Wieso willst du nicht über sie reden? Ich meine, ist sie eine Spionin oder eine Terroristin oder was? Siehst du? Von dir erfahre ich überhaupt nichts. Weißt du was? Ich finde, wir sind einfach zu alt fürs Zusammenwohnen. Du hast wahrscheinlich recht. Brandon und ich sollten doch lieber woanders wohnen. Und auch Mutter. Wir nerven dich, stimmt's? Habe ich mich irgendwann beschwert? Das tust du nie. Tja, jedenfalls nicht sehr oft. Aber, weißt du, ich finde, wir sollten doch schnellstens ausziehen. Und meine heutigen Aktionen hatten genau dieses Ziel. Gut, aber was waren das für Aktionen? Eigentlich will ich noch nicht darüber reden, aber eins verrate ich dir. Das Ende dieser Durststrecke ist jetzt erreicht. Ich fühle mich großartig. Du kannst dich für mich freuen. Wieso habe ich das Gefühl, dass du wieder ein krummes Ding vorhast? Gina, ich will einfach nicht, dass du etwas Unüberlegtes tust, nur weil du hier schnell raus willst. Und was, bitteschön, könnte ich Schlechtes tun? Jemanden erpressen. Wie zum Beispiel Augusta. Das war etwas anderes. Sie hatte es verdient. Ich erpresse nie jemanden, der es nicht verdient hat, das weißt du. Toll, toll. Ist das deine goldene Regel? Glaub mir, sie funktioniert. Ich würde niemals Leute erpressen, die nicht reich sind. Ich weiß, was ich tue. Und abschließend, Gentlemen, darf ich Sie vielleicht bitten, sich einmal in unsere Lage zu versetzen. Was hätten Sie wohl an unserer Stelle getan, wenn Sie nichtsahnend nach Hause gekommen wären und plötzlich eine Leiche in Ihrem Schlafzimmer entdeckt hätten? So eine Erfahrung traumatisch zu nennen, wäre die Untertreibung des Jahres und eine unverantwortliche Verharmlosung. So eine Entdeckung zu machen, die nur den Sinn haben konnte, uns einzuschüchtern, zu terrorisieren und uns den Verstand zu rauben, ist einfach fürchterlich. Natürlich fragt man sich dann sofort, wer einem so etwas antut. Und wieso? Eins war klar, wer immer das getan hatte, war fest dazu entschlossen, sein Werk fortzusetzen. Er hatte vor, ein tödliches Netz zu spinnen, aus dem es kein Entkommen geben sollte. Ein Netz, in dem sich Julia verfangen sollte, um hinter Gittern zu enden. Wir hatten schreckliche Angst. Hätte die nicht jeder? Und wissen Sie, was Angst bei Menschen bewirkt? Sie verwirrt ihren Verstand. Der Mensch wird dazu gebracht, Dinge zu tun, an die er normalerweise nicht einmal im Traum denken würde. Deswegen, Gentlemen, plädieren wir
auf zeitweilige Unzurechnungsfähigkeit. Ich verstehe nicht ganz, wieso Unbeweglichkeit hier eine Rolle spielt. Er sagte Unzurechnungsfähigkeit. Verstehen Sie? Oh, das ist natürlich etwas völlig anderes. Keine Frage. Warten Sie, wo waren wir gerade? Vielleicht sollten wir jetzt Mrs. Capwell das Wort erteilen. Wollen Sie etwas hinzufügen? Tja, wie mein Mann schon sagte, niemand will Ihnen einreden, dass wir unschuldig sind. Wir sind sogar sehr schuldig, fürchte ich. Wir sind nicht nur aus Angst schuldig geworden, sondern auch aus Arroganz. Wir wollten eine Sache ganz alleine in Ordnung bringen, die, wie wir jetzt wissen, von Anfang an in die Hände von Experten und Profis gehört hätte. Sir. Wir dachten, diesen Fall zu lösen wäre kein Problem. Tatsache ist, wir waren meistens damit beschäftigt, die kläglichen Reste unseres Verstandes zu retten. Und Tatsache ist auch, dass wir mit jedem Tag mehr die Übersicht verloren haben. Sie alle werden an sich selber oder an anderen beobachtet haben, dass man die richtigen Dinge aus völlig falschen Gründen tut. Und ich fürchte, genau das haben wir getan. Wir wollten Saschas Mörder finden. Wir wollten dafür sorgen, dass ihr Mörder vor Gericht gestellt wird. Am Ende hat uns nichts anderes mehr interessiert. Wir haben unser Kind vernachlässigt, die Kanzlei, wir hatten nur noch ein einziges Ziel. Den Mörder von Sascha zur Strecke zu bringen. Aber das war einfach nicht unsere Aufgabe. Wir hätten das den Behörden überlassen sollen. Und unter gar keinen Umständen werden wir diesen Fehler jemals wiederholen. Winston? Keine Fragen. Winston, haben Sie noch Fragen? Viel zu dunkel. Daddy, ich war gerade da. Es sieht toll aus. Das ist nicht der Ton, auf den wir uns geeinigt hatten. Gar keine Frage. Findest du nicht, dass du es ein bisschen zu genau nimmst? Kelly, deine Mutter ist sehr kritisch. Ihr fallen die kleinsten Details auf. Und wenn das Haus wieder so aussehen soll wie damals, als wir geheiratet haben, dann kann ich Schlampereien nicht dulden. Das ist doch klar. Und das werde ich auch nicht. Daddy, wenn die Leute jetzt wieder anfangen zu streichen, dann muss ich die Party absagen. Wieso ist dir diese Party eigentlich so wichtig? Ethan Asher hat bereits zugesagt. Gut. Was ist mit Derek? Er hat geschrieben. Er kommt auch. Bleibt nur noch Steven. Gehst du ran? Natürlich. Hallo? Mason, wo bist du gewesen? Ich hab versucht, dich... Jetzt schon? Ich dachte, diese Untersuchung würde einige Wochen dauern. Und was ist dein Eindruck? Verstehe. Ja, sicher. Und wie bitte, denkst du, soll das jetzt weitergehen? Auf jeden Fall hätte es schlimmer ausgehen können. Viel schlimmer. Ich erzähl dir die Einzelheiten ein anderes Mal. Ich wollte dir nur sagen, dass du jetzt nicht jedes zweite Wochenende in die Wüste fahren musst, um deinen Sohn in einem streng bewachten und ausbruchssicheren Gefängnis zu besuchen. Wir telefonieren noch. Bis dann. Ich habe gerade mit meinem Vater gesprochen. Freut er sich wenigstens? Er ist froh, dass wir weder gleich erschossen noch aus der Anwaltskammer ausgeschlossen worden sind. Hast du mit dem Krankenhaus telefoniert? Ja, Mr. Applegates Zustand ist jetzt stabil. Angina. Passiert ihm ständig. Jedenfalls war es nicht unsere Schuld, dass er umgekippt ist. Gut. Eine positive Nachricht mehr. Wieso freust du dich nicht? Mason, wir sind suspendiert worden auf unbestimmte Zeit. So ist es doch, richtig. Oder? Richtig. Nur unbestimmt heißt Gott sei Dank nicht für immer. Wieso bist du jetzt auf mich sauer? Wieso? Fragst du wieso? Ich dachte, ich habe mich gut geschlagen, Julia. Und du auch. Wir haben gepokert und nicht ganz gewonnen, aber eine totale Niederlage war es auch nicht. Also reg dich ab. Wir hätten es noch besser machen können. Also, ich wüsste wirklich nicht, wie. Ach nein? Mach dir doch nichts vor, wenn ein lebendiger Anwalt in der Kommission gesessen hätte und nicht dein Freund Mr. Applegate, wäre es anders gelaufen. Immerhin weiß ich jetzt dank Mr. Applegate, was für ein schreckliches Gefühl es ist, wenn all deine Worte auf taube Ohren treffen. Komm schon, schieb jetzt nicht alles auf Applegate. Die anderen zwei waren von Anfang an gegen uns. So ist es. Und als Gottvater durch die Tür rollte, waren sie voll auf unserer Seite. Also? Es war meine Schuld. Es war alles wieder mal meine Schuld. Wieso musst du ständig mit irgendwelchen Tricks arbeiten? Immer versuchen, die Leute reinzulegen. Na gut. Sei wütend auf mich. Lass es raus. Ich bin nicht wütend auf dich,
sondern auf mich. Weißt du, im Grunde bin ich eine ziemlich intelligente und moralische Person und ich lasse mich immer wieder auf deine Mauscheleien ein. Wieso? Immer wenn ich Angst kriege und nicht weiß, was ich tun soll, überlasse ich die Entscheidung dir. Aber das war's. Jetzt ist Schluss. Das war das letzte Mal, weil ich mich von heute an immer daran erinnern werde, dass es klüger ist, selber zu entscheiden. Richtig. Na, hast du dich gut mit Kelly amüsiert? Wer sagt, dass ich bei Kelly war? Du warst doch den ganzen Tag mit Kelly zusammen, oder? Was soll das? Spionierst du mir etwa inzwischen? Immerhin triffst du dich mit Kelly, Capwell. Craig, ist dir eigentlich klar, dass das alles kein Spiel ist? Wir versuchen, das Leben eines Mannes zu retten und Kelly hat dabei eine Schlüsselrolle. Ja, ich weiß. Ich weiß, das ist kein Spiel. Und was Kelly angeht, kann ich dir sagen, sie ist ahnungslos. Ach, wirklich? Und was hat die Party zu bedeuten? Du bist eingeladen. Und es ist ziemlich offensichtlich, wieso ich eingeladen wurde. Sie wird langsam nervös. Sie hat Angst davor, dass der Fall wieder aufgerollt wird. Sie will Mason oder ihren Vater decken, denn einer von ihnen hat Cassandra getötet. Ja, vielleicht. Aber ich denke, das alles hat nichts mit Cassie zu tun. Tja, jedenfalls werden wir alle da sein. Derek und Steven sind auch eingeladen worden und ich finde, da bieten sich äußerst reizvolle Möglichkeiten. Und was hast du vor? Wir werden den Versuch machen, diese Party ein bisschen interessanter zu gestalten. Und möglicherweise jemanden in den Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.